Hotel Bochum. Hier herrscht Recht und Ordnung. Bitte helfen, Meister 35. Hallo, hier ist die Polizei. Kommt sie mal her. Hin auf Rücken. Tut und Tarif vom 1101 kommen. Tada, wir hören. Fahrt mal zur Kortumstraße, Firma Allerlei. Dort werden zwei kleine Ladendiebinnen festgehalten. Kümmert euch mal um die Damen. Seid ihr Geschwister? Nein. Wieso habt ihr die gleichen Mützen auf? Die Mützen sind gekauft, die haben sie gekauft, aber das war in der Tasche drin. Und den hatte sie um den Schal und hat den Laden aber schon verlassen. Und der Mann vom 1-Euro-Laden von gegenüber hatte uns das mitgeteilt. Habt ihr noch mehr geklaut? Nein. Weil die Mützen hatten die vorher... Die Mützen waren bei mir bezahlt. Vergiss doch nicht, warum. Wie alt seid ihr denn? Warum wollt ihr jetzt? Ich habe Angst, nach Hause zu gehen. Darfst du mal. Gibst du mir mal Schulausweis bitte? Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert. Hast du mit deiner Mutter telefoniert und was hat die gesagt? Komm du mir mal nach Hause. Ja, die hat gesagt, ich brauch mich nicht nach Hause zu trauen. Ach, das ist ja Quatsch. Das ist ja totaler Quatsch. Dann lassen wir euch mal abholen. Hier. Habt ihr noch mehr geklaut? Meine Mutter hat kein Auto. Ja, dann musst du mit der Bahn fahren. Hallo. Ja, klar, wenn ich auf der Kiste sitze, sehe ich da gleich mit dem Hintern drin. Was hast du denn dabei? Sparkassenbuch? Wofür das denn? Ich hab sogar Geld abgeholt. Wie viel? 50 hast du noch mehr geklaut? Nein. Wie alt bist du? 12. 12? Und sie? Auch 12 oder auch nicht? Wer hat die? Ich hatte die Tasche und dann habe ich ein paar Handschuhe reingemacht und sie und den Schal hatte ich um. Also jeder von euch hat ein paar Handschuhe weggenommen und du hast den Schal umgetan. Ja, aber ich wollte ihn danach wieder hin tun. Ich wollte den nicht. Bitte? Das ist aber eine kribbelige Sache. Eine kribbelige Sache ist das hier. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich wollte den nicht mitnehmen. Ja, aber hast du? Der war plötzlich im Hals, oder was? Also, jeder von euch hat ein paar Handschuhe eingesteckt in diese Tasche und du hast den Schal umgetan und wolltest den Schal mitnehmen. Ist das richtig so? Ich bin reingegangen, weil sie hat gesagt, ich soll fragen, ob die Mütze noch in Schwarz hatten. Dann hat die Sachen eingepackt, weil ich mich nicht getraut habe. Davor hast du aber einfach reingemacht, mein Wollt ihr euch jetzt insgesamt so gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben oder was? Also immer so von sprichwörtlich mitgehangen, mitgefangen. So, wer hat jetzt also was jetzt gemacht? Also jetzt nochmal. Genau. Nochmal, pass mal auf. Das hallo, die Mütze. Wahrheit. Hör zu. Jeder von euch hat je ein paar Handschuhe in diese Tasche gesteckt. Dann lüge ich halt. Hey, hast du dem Kollegen jetzt nicht zugehört? Hallo. Der fragt dich doch gerade, wer war nicht dabei? Dich doch gerade. Das hätte ich dann selber schon. Und deine können. Freundin oder du hast hier den Schal umgetan. Und dann seid ihr bitte gemeinsam mit dieser Tasche aus dem Laden gegangen. Schreibt beide Personal raus und hier aus. Ganz genau. Schreiben Sie einfach auf, dass sie die Tasche hatte und den Schal um und dass die beide gemeinsam offensichtlich an einem Ladendiebstahl beteiligt waren. Die werden aufgeschrieben und da sollen sich hinterher dann nochmal bei der Polizei dazu äußern. Genau, wenn nicht, dann geht's dann mit Mama und Papa, dann kommt ihr nochmal mit Mama und Papa zur Polizei. Und wenn immer noch keine Äußerung passiert, dann geht's zur Staatsanwaltschaft, dann sollen die dann nochmal prüfen. Was ist? Ja doch, das wird so sein. Ja, schauen Sie die Personalien so weit auf. Das wird so sein. Guck mal hier, das Ersatzbank hier. Ach, du fertig. So. Aber ich trau mich doch nicht nach Hause. Ja, du brauchst ja auch nicht. Du wirst ja bei uns abgeholt. Was kostet? Ja, natürlich. Die Adressen stimmen aber hier. Du musst deinen Ausweis vorzeigen jetzt. Mach. Na, hör doch mal auf. Ihr seid aber keine Schwester, ne? Ihr seht echt aus wie Schwestern so ein bisschen. Durch das Weinen wird das nicht besser. Und wenn man Unsinn macht, ne, dann muss man dazu auch stehen. So. Und da kann man nicht hergehen und einem hier von beiden die komplette Schuld in die Schuhe schieben. Das ist auch nicht fair. Weinkauf von der Polizeiinspektion Bochum-Mitte. Hallo. Grüß dich. Mama da? Wo ist sie? Keine Ausnahme. Auf einer Putzparty? Was macht man da denn? Putzen oder was? Verstehe ich keine Kinder. Nein. Was wird da vorgeführt? Nackend? Lappen. Eine Putzparty? Das habe ich auch nicht gehört. Ich kenne zwar Tupper-Partys, aber Putzpartys. Ist denn irgendeiner da, der jetzt auf euch aufpasst? Grundvoraussetzung ist, dass man nicht stiehlt. Man nimmt anderen nichts weg. Das wird alles immer teurer und da muss man auch Vorbild sein. Das geht nicht. Da muss man sich nicht verabreden. Du siehst ja, jetzt ist er erwischt worden und schon haben wir das Debakel. Ja? Und wahrscheinlich wird es so sein, dass sie erstmal dann zur Polizei müssen, nochmal vernommen werden oder so weiter. Und es könnte dann sein, dass dann vielleicht irgendwie so, ihr seid noch sehr jung, ihr seid noch Kinder, dass dann vielleicht irgendwie mit dem Du-Du-Du-Finger da aus der Sache rauskommt. Ich bin aber jetzt auch keiner, der da verantwortlich für ist, für das Strafmaß, das ja euch droht. Wie du, Kinder dürfen nicht in den Knast, was soll das denn? Darf ich nicht in den Knast? Ey, du bist 12 Jahre alt, da geht man nicht ins Gefängnis. Wichtig ist, dass er gar nicht mehr klaut. Das ist wichtig, dass ihr einseht, worum es geht hier, oder? Geh mal dran und sag, die Polizei möchte ich mal sprechen. Mama, ich will mal jemand sprechen, Polizei. Hallo? Ja, Weinkauf von der Polizeiinspektion Mitte.
Ich weiß, ich bin ein bisschen ungelegen im Moment. Sie sind auf einer Putzparty, ne? Ich ahne es schon. Ja, Sie müssten Ihre Tochter mal bitte bei uns abholen. Die ist minderjährig und Laden, wo ist denn hier die Putzparty? In wo denn da? Dann bringen wir sie Ihnen da vorbei. Das passt Ihnen nicht, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja, da müssen Sie sich zu uns bemühen. Sind das Väter oder Kinder? Hä? Kennen Sie die Uhlandstraße, das Bergbaumuseum? Ein Präsidium? Bergbaumuseum, dieser Förderturm. 75 Jahre Bergmuseum. Ja, toll, ja, da toll, ist toll. Die Wache, Polizeipräsidium Mitte. Und da ist unsere Wir. Ja? Stolz drauf. Dann kommen Sie da vorbei, aber nicht erst nach der Party, ne? Ne? Ja, das ist schön. Gut, bis gleich dann, ne? Tschüss. Kommt erst um 10 oder was? Nee, sie kommt dann gleich. Lässt alles stehen und liegen. Was ist denn mit ihrer Mutter da? Ja, genau, die hat Duke. Ja, genau! Ihr sollt euch vertragen, habe ich gesagt. Sie wird auch abgeholt. Auch von uns? Was? Oder von der Profite? Nee. Wir nehmen die mit, ne? Jetzt hast du gerade erzählt, deine Mama, die wäre ziemlich sauer. Weil schlägt die dich denn jetzt oder was? Ja, kann sein. Ja, aber hast du dich schon mal geschlagen dafür? Ja, früher, wo ich klein war, die hat mir schon gesagt, wenn ich noch eine 6 schreibe, dann kriege ich aber einen. Und dann hat die gesagt, das ist ihr Recht. Wir sprechen gleich mal mit ihr. Wie? Ja? Wenn du 6 schreibst, kriegst du Schläge, dann das ist das Recht der Mutter? Das habe ich noch nie gehört. Was ist das denn für ein Recht? Ich hatte eine 6 in Mathe. Und ja. Habe ich noch eine 6 in Physik bekommen? Auch noch? Ja, weil ich Physik nicht kann. Ja, was sagt ihr das denn? Dass man zu Hause ein bisschen übt, anstatt hier zu klauen, oder? Ja, und dann könnte man nochmal Hausaufgaben machen oder üben. Dann hat die gesagt, passiert das nochmal, dann kriegst du ein paar Gescheuerten. Und dann hab ich gesagt, ja, bringt ja auch davon, was soll die besser? Dann hab ich gesagt, im Fernsehen haben die aber gesagt, man darf Kinder nicht schlagen. Die sagen, wer? Wir? Ja, dann hat die gesagt, ja, in diesen geht das aber. In diesen Notsituationen geht das. Ja, wenn wir gerne nochmal mit dir sprechen, das hat nämlich nicht geht. Das geht doch nicht. Wie viel sind 1,95 und 1,95? Ja, jetzt kannst du immer überlegen, warum du so eine schlechte Note in Mathe hast. 2,90 €. Jawoll! Und 7,95 € dazu? Jetzt kommen wir raus, du bist ja gar nicht so schlecht. Siehste, 3,90 € und 7,95 € sind? Komm, 7 und 3 sind 10 und 90 sind und nochmal 90 sind? Hä? 11,80 €. Und die 5 Cent nochmal vergessen hinten dran? Jawoll! Ja, siehste! Hast du schon was gelernt? Das geht doch! Und da sagst du, ja, so geht das. So, jetzt vertragt euch. Gebt euch die Hände und vertragt euch wieder. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ihr habt jetzt zusammen Blödsinn gemacht. Zusammen? Beide. Ne? Oder nicht? Gemeinsam. So, jetzt kannst du sie doch nicht für alles verantwortlich machen. Mach ich auch nicht. Ja, und warum streitet ihr euch jetzt? Weil du Angst hast, dass du Ärger kriegst. Krieg ich ja so. Ja, eben, deswegen, ja. Da kann sie ja doch nichts für. Ja, weil ich alleine hätte ich das nicht gemacht. Wärst du alleine? Ja, klar. Wenn ich früher alleine gewesen wäre, hätte ich auch so vieles nicht gemacht. Auch Blödsinn gemacht, aber da muss man auch zu stehen irgendwie, ne? Gut, da sollen sie mal drüber nachdenken. Dann ich schreibe eben mal den Vorgang hier jetzt hier. Wir warten eben auf die Eltern. Pflegt dann alles jetzt hier ein ins Programm, ne, Harry? Mhm. Sonst habe ich ja alles fertig. 11:35 vom 11:01 kommen. Ja, kommt bitte. Ihr müsst ins Krankenhaus Bergmannsheil fahren. Dort ist einem Patienten die Geldbörse gestohlen worden. Aber verlauft euch bitte nicht im Krankenhaus. Könnt ihr mal so einen Laufplan haben? Station M26? Im Krankenhaus wird wie gestohlen. Das ist überall das Gleiche. Das ist traurig. Da sind die Leute schon dementsprechend hier krank und werden behandelt und so. Pflegebedürftig geht in die Nähe und dann laufen sie doch hier, die Gäste noch durch die Station, beklauen die Leute noch, die armen Elf. Das ist eine Sauerei. Hier sind wir jetzt. Wir gehen jetzt da runter, dann da ganz hinten hoch und dann hier den quer. Und eine Stunde sind wir da. Danke. Das ist auch ein Riesending hier. Haben wir nicht so einen Rollator oder was? Hier gibt es doch, wo du dich draufstellen kannst und kannst Gas geben. Geht das nicht? Das gibt's hier noch nicht. Das gibt's hier nicht, ne?
Für jedes Haus haben die hier so einen einzelnen Laufplan. Ist nicht schlecht, ne? Aber gleich müssen wir irgendwo rechts in so einen Quergang rein. Also den dürfen wir nicht verpassen. Gleich stehen wir wieder am Eingang. Ja, hier, das ist hier der Quergang. Ja, das ist ein Park, das kommen wir nicht raus. Da stehen wir wieder vom Bulli. Anhören. Ah. Na ja. Hallo. Tag. Guten Tag. Sind Sie schon lange unterwegs? Zum Bad. Ach, jetzt schon Bad. Schon ganz außer Atem, ey. So. H3 hier. Ein Taubstummer. Genau. Wie ist es? Danke. Alles gut? Hallo, bei uns ja. Da ist ein taubstummer Patient. Der Vater ist dabei. Ist ja. Dem Vater ist das Portemonnaie gestohlen worden. Dem Vater ist das Portemonnaie gestohlen. Also nicht dem Patienten, sondern dem Vater. Guten Abend. Nein, haben Sie uns angerufen? Ja. Sie haben doch jetzt den ganzen Tag den Anzug angehabt. Ja, nichts anderes. Ja, nichts anderes. Nur diese Und das Portemonnaie war definitiv im Trainingsanzug. Ja, da muss man Ihnen das ja aus der Tasche gestohlen haben. Das ist unmöglich. Ja, kann doch sein. Das geht, ja. Ich vermute, er hat das am Tisch hingelegt. Zwischendurch am Tisch gelegt. Ja, kann auch. Ja, das weiß dann hat er sich schlafen gelegt und hat er geschlafen. Ja, da haben Sie es ja, ja. So kann ich mir das eher. Ja. Was war denn da drin? Auch ein Ausweis oder was? Alle Ausweise. Alle Ausweise. Alle Papiere. Können Sie immer aussenden hier, diese Dings, die Bescheinigung. Ja. Wir brauchen auch die Bescheinigung für die Ausweise. Ne? Aber ich würde dann auch eben mal zum Wagen laufen. Ich weiß jetzt, wo es rausgeht. Ich komme schnell wieder. Ja, dann macht das. Dauert ja auch noch einen Moment. Ja, das kannst du ihm trotzdem geben. Dann gib mir meinen Autoschlüssel und laufe ich mal eben hin. Ich komme jetzt wieder. Ich lese nämlich die Abkürzung. Ich laufe nicht wieder außen rum. Komme ich ja morgen nicht wieder. Ja, warum hast du vorher nichts gesagt? Ich habe gedacht, mal sehen, ob das auch was ist. Komm, gut. Ich laufe mal jetzt zum Auto und hole den Bescheid. Herbert? Weil erfahrungsgemäß ist es so, die Leute, wenn das gestohlen wird, die nehmen das Geld raus und die Geldbörse wird irgendwie weggeschmissen. Habe ich ja schon mal gehabt. Und dann wird die wiedergefunden und dann kriegen sie ihre Ausweise wieder. Weil die, was sollen die mit den Ausweisen? Die nehmen meistens nur das Geld raus. So, da warten wir eben noch einen Moment, bis der Kollege wieder da ist. Ja. Ist ja erst 20 Minuten weg. Bis also, du wolltest ja eine Bescheinigung geben. Ja, der. Die holt der Kollege aus dem Auto. Das ist ja ein ziemlich weiter Weg hier. Nass geschwitzt. Oh, für uns, die Patienten, ist es nicht so schade. So. Da ist der Kollege schon wieder. Schon wieder da. Schon wieder da. Normalerweise nehmen die das Geld raus und schmeißen den Rest in den Papierkorb und so. Und dann wird es wieder auftauchen. Lassen Sie noch direkt noch keine neuen Papiere ausstellen. Warten Sie eine Woche. Aha. Warten Sie eine Woche. Das genau gleich erzählen wie ich. So sind wir. Aber ist egal. Besser ist das. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Auf dass Sie schnell wieder rauskommen hier, ne? Genau. Ja. Ja? Tschüss. Hier geht's runter, Kollegen. Ach, da geht's runter. Ja, ja, ja. Tschüss. Hast du eine Abkürzung jetzt, oder? Nö, nicht. 11:35 vom 11:01 kommen. Damit. Einmal zum Hauptbahnhof. Der Sicherheitsdienst hält einen jungen Mann fest, der einen Straßenbahnfahrer bespuckt haben soll. Ja, ist ja schon ekelig, verstanden? Ja, also wo die spucken wollen, ist... Personal, ne? Ja, die kriegen die Persos, dann können sie da die Schamme selbst mit dir anzeigen. Ja, ja. Das muss ja nicht sein, dass der rumgerotzt wird und so was. Das ist ja ekelig. Das ist das allerletzte. Wenn ich einer anspucke, dann finde ich sowas von... Körperverletzung! Da sind sie doch schon. Guck mal her, wer da steht. Guck mal, wer da steht. Nein. Guck mal, wer da steht. Nein. Hey, hier? Ja. Ist doch nicht ja. Der Herr K*** oder was? Ja, klar. So. Hat er schon Schönes Neues. Hat er schon Personal angegeben? Personal angegeben. Was ist los? Darf ich mal, ja, kennen Sie ihn schon? Ja. Was ist das? Erzählen Sie mal kurz. Was ich weiß gerade, meine wir sind angefunkt worden. Wir sollten den jungen Mann bitte aus der Bahn rausholen. Da hab ich. Und als wir runterkamen, ist der junge Mann ja auch freiwillig gegangen. Angeblich hat er den Fahrer angespuckt und verbal beleidigt. Der Fahrer hat einen Zeugen aufschreiben lassen. Anzeige, Beleidigung. Stellt wer? Der Fahrer. Ja, das ist immer schlecht jetzt. Haben wir die Aufgabe, die Anzeige zu schreiben? Wir haben die Vollmacht, gut, also dann ist das schon mal so gut. Dann ist immer schlecht mit Strafe und so weiter. Und Personal von ihm habt ihr. Hey, aber was sagst du dann, Herr Kommissar? Was ist gewesen? Hat der Bruder was gemacht oder was? Erzähl deine Geschichte. Ich war in der Bahn drin. Ja. Dann gehe ich zu ihm hin und sag, zu wem? Zu meinem Bruder. Ja. Ich habe ihn in der Bahn spontan getroffen, wissen ja. Sie? Ja. 11:01 von 11:35. Pella.
Das ist so ein Mist hier unten, ey. Das klappt auch nie. Ey. Und dann sagte er, du Hundesohn, ich hab dir gesagt, ich nehme das nicht mit und so. Ja. Meine Mutter hat auch schon im Theater gesagt, dass er mitnehmen soll, weil ich immer Stress wegen. Ja, deswegen und weiter? Jetzt kommen wir zum Punkt hier. Und dann? Dann bin ich hingegangen, hab ich einen Tritt gegeben. Ja. Da hat er mir einen in die Fresse geboxt. Ja, was macht man so unter Brüdern ja auch, ne? Ja, da muss er sich einmischen, weil ja, das dann eine Familiensache oder ja, nicht. Ja, genau. Und dann? Hat er gesagt, raus. Der Fahrer. Ja, da habe ich geredet. Ja, der Fahrer hat ja auch raus. Und dann kam Spucke aus meinem Mund, weil das war früher immer so wegen meiner Zahnspange früher. Also sabberst du so ein bisschen, oder? Sabber ich ein bisschen. Da hat er stand direkt vor, ich habe ihn angespuckt, aber es war nicht so ehrlich. Du hast ihn wahrscheinlich dann indirekt angespuckt, weil er da gesabbert hast, ne? Also nicht vorsätzlich, ne? Nein, das wolltest du jetzt erzählen. Ich spuck doch so ein Menschen, das ist so selbstverständlich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du gehst trotzdem, hast du Alkohol getrunken? Ja, ein bisschen. Dann gehst du mal mit Thomas einen Alkoholtest, ne? Ja. Mr. Harry, hi. Ja, ich komme hier wieder nicht raus mit dem Funk. Machst du mal eine persönliche hier bitte? Ja, sag mal den Namen, Harry. Hast du dich denn schon mal entschuldigt? Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich möchte darüber diskutieren. Da kann der Fahrer nicht darüber diskutieren, wenn er da angerotzt wird. Aber er wollte nicht mit mir reden. Ja, da habe ich auch volles Verständnis für. Aber wir machen das folgendermaßen. Wird eine Anzeige gefertigt, dann kannst du das zur Schrift aus. Wir gehen mal hoch und machen nochmal einen Alkoholtest. Ja, ne? Kann man ja, alles klar soweit, ne? Mit dem Funk, da klappt ja wieder gut hier. Nein, gar nicht. Ja. Willst du jetzt hier eine Serie hinlegen, sag mal? Bitte? Ob du eine Serie bei uns hinlegen willst, dass du jetzt jede Woche ein, zwei Mal bei uns auffällst. Unserer Tour, auf deiner anderen Tour fällt. Ich war 6,5 Tage zu Hause, ich habe keinen Bock mehr gehabt draußen, weil ich dachte, es wird einfach mal besser, damit ich heute wieder rausgehen kann. Das kann stimmen, 6,5 Tage kann stimmen. Auf einmal wieder so eine Scheiße, ich verstehe das nicht. Ja, komm, du brauchst du gar nicht sagen, das ist hier so ein ganz spezieller Freund von uns, den haben wir andauernd. Ich kann auch nicht mehr im Leben, das war mal eine Zeit. Ey, komm nicht, das ist schon lange her, oder was, dass du letztes Mal geklaut hast. Oder was? Ja, siehste. Aber im Teppich. Aber jetzt hast du den guten Vorsatz genommen, du klaust nicht mehr. Ich will nicht mehr klauen. Jetzt beleidigst du stattdessen die Leute. Das könnte passieren, aber ich will es nicht mehr machen. Ich will dich abstreiten, wissen Sie? Ja. Yeah. Was ist denn mal mit einer vernünftigen Ausbildung oder so? Was mal arbeiten? Ich schreibe in einer Woche 14 Bewerbungen, immer nichts da. Ihr müsst sie auch mal wegschicken. Abschlussklassenmann habe ich. Ja. Aber es kommt nichts. Ich wäre mal glücklich, wenn sowas kommen würde. Ja, dann musst du mal irgendwie was anderes machen. Ich sag immer, wenn du eine Arbeit haben willst. Jetzt will, geh mal ne? weg da, ja? Vor allen Dingen. Lutsch mich nicht von der Seite an. Jetzt hier Platzverweis. Vor allen Dingen hier. Vor allen Dingen. Haben wir uns verstanden? Einpacken und los. Glück auf. Der hat einen Behindertenausweis, ehrlich. Ich kenne den. Der ist ja auch behindert. Wir kennen ja jeden in der Stadt. Deswegen darf der trotzdem hier keinen Alkohol trinken. Ja, dann wollen wir uns nicht beleidigen da dauernd. Ich sag immer, wenn einer Arbeit haben immer will, vor allen Dingen hier so ein fitter Bursche wie du, dann kriegt der auch was. 9 packen minus 8 packen, einpacken. Wenn ey, du jetzt nicht gehst, gucken, nimm ich die mit. Regels. Ich lass mich nicht immer von dir beschimpfen hier. Nimm deine Klamotten und hau ab. Drück mal richtig im Mundstück rein, du kennst das ja. Wie alt bist du jetzt? 16? Ich bin 18. 18? Ja. Du hast ja schon ein neues Jahr. Wird nicht mehr lange dauern. Ja, reicht. Warte. Du verbrauchst dein Leben. Der was ich glaub, ich das weiß ja selber, aber... Muss man die Kurve kriegen. Komm, halt dich fest und puste. Weiter. Ist das dein Kumpel da oder was? Ach. Und der wohnt bei dir in der Ecke, ne? Echt? Wann haben wir das letzte Mal gehabt, als du die Weihnachtsbäume da umgeschmissen hast? Beziehungsweise die Toilette. Das war der und der. Ja, da warst du aber was auch wieder dabei. Ja, ich weiß, das ist scheiße. Ich kann die nicht so verladen, die. Da machst du Theater. Ich kann Leute nicht von Anfang an einschätzen. Ich schreibe doch nicht so rum. Ich hab keine Ahnung. Ich spuck nicht hier hoch. Entschuldigung. Ja, wie flattern? Der wird auch nie wach. Nee. Jede Woche irgendwie kommt der. Der ist auch immer dabei, ne? Da ist so einer. Wo ist das Fettnäpfchen? Ich tritt rein. Ne? Ja, aber weil er auch. Hast du seinen Kumpel gesehen, den Beschimpfer? Weil er Blödsinn macht. Deswegen fällt der ja auch laufend auf. Ja. Mann, oh Mann, ey. Echt? Der kommt da auch gar nicht mehr raus aus dem Teufelskreis. Ey, das ist leider so. Tut und Tarif vom 1101 kommen. Ich muss pipi. Wir haben einen VU auf der Bissemer Straße, Höhe Altenheim. Ach du Kacke. Ja, sag ich doch. Der hat da den Parkman weggematcht, der da steht. Ja, das war schwer, ey. Mann, ey. War komplett so hier für dich. Der ist leicht verletzt. Sein Schlüssel. Ja, schon ein bisschen. Ja, hab ich in der Scheibe. Ja. Was ist passiert? Er sagt, er ist eingeschlafen. Ich bin einfach eingeschlafen. Ja? Ja. Was ist aber Wagen aus da? Geht nicht. Der Schlüssel steckt. Der ist aus dem Auto. Ich weiß ja nicht, wie er aus dem Auto rauskommt. Ja. Wie? Kriegen Sie raus? Das Fahrzeug gefahren. Ja. Nochmal ein Alkoholtest für die Warte. Wie sind Sie denn ausgestiegen?
ausgestiegen hier, weil bin ich einfach eingeschlafen, bin ich, weiß es nicht, Sekunde. Was? Sekunde schlafen. Sie haben nur Alkohol getrunken. Nein. Natürlich haben Sie Alkohol getrunken. Wir haben eine Fahne. Ja. Ja. Machen wir gleich mal einen Test, ne? Dann machen Sie mal einen Alkohol-Test mit den Kollegen. Den Schlüssel hat er. Hey, hat er nicht, der steckt. Der steckt, deswegen, wird er, deswegen läuft der Wagen. Ja, das ist ja das Problem. Weiter, 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 weiter. Müssen wir die irgendwie kaputt hauen, oder? Habt ihr da irgendwie so ein... Wir haben da so ein Dings da. Warte mal, wir haben so ein Brecheisen, glaube ich, im Auto. 0,58 ja, Milligramm. F1 von F31? Ja. Wir brauchen mal ein Fahrzeug hier hin. Der Fahrer ist also betrunken. Das sieht hier aus wie im Schlachtfeld. Und müssen wir uns mal hier aufteilen. Während wir hier aufnehmen, müsste dann einer mal mit ihm zum Krankenhaus fahren, zur Erstversorgung und anschließend Blutprobenentnahme. Ich schicke euch den 1131, Carsten und Maike und die Stadt zum Saubermachen. Ihr Fahrzeug muss abgestellt werden. Ja? Ja. Da musst du am besten die Scheibe da vorne, die ist ja sowieso kaputt. Ja. Mit ihrem Einverständnis würden wir die dann anschlagen. Mach ja? Okay. Okay. Sollen wir mit RTW fahren oder was? Nee, wir bleiben hier. Der Carsten kommt und unterstützt uns, der fährt mit ihm dann zum Krankenhaus und er nimmt den Blutprobe da. Kann die alle auf eigene Wunsch? Jo, Tieflader, was ist das für ein Auto? Ja, der muss komplett hoch hier, der ist voll Schrott. Der hat ja Alkohol getrunken, war klar über ein Promille und dann ist der Sekundenschlaf reicht. Wer braucht, das reicht, 50 reicht doch für so ein Ding. Kommt von der Fahrbahn ab, da muss nicht schnell gewesen sein. Also dementsprechend abends 50, 60. Kann ja froh sein, dass er nicht gegen den Baum gefahren ist, dann wäre er nämlich jetzt tot. Dann ein leichter Platz von der noch, hast du ja noch Glück im Unglück. Ich weiß gar nicht, ob der Airbag ausgelöst hat, hat gar keinen wahrscheinlich. Ne? Reicht das? Ja, sehr geschmeidig, sehr schön. So. Also wir können davon ausgehen, dass der Fahrzeugführer von da oben kam. Dann ist er wahrscheinlich irgendwie auf irgendeinem Grunde, ja, ist ja alkoholisiert, hier nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat erst dieses Fahrzeug hier leicht versetzt und touchiert. Ja, und dann ist er hier volle Kanne in diesen Bagger reingefahren, wie man sieht. Hat er den hier hinten erwischt, hat den dann vor den Baum geschoben. Ja, und dann hat er sich gedreht und ist hier zum Stillstand gekommen. Na, ja, das kommt davon. Alkohol im Straßenverkehr und... Hat er noch Schwein gehabt? Hat er nur noch ein kleines Plätzchen da, eine kleine Platzrunde mehr nicht? Guck dir das mal an, ey. Den komplett da reingestoßen. Unglaublich. Ganze Karosserie hinten in den Reifen reingebohrt. Nur dann in so ein bisschen ein paar Scherben. Kommt gleich und zieht ihn da weg. Das ist ein Trunkenbold gewesen, der hier so ein paar leichte Autos zusammengebolzt hat. Da ist jetzt eine Benachrichtigung drin an den Verkehrsteilnehmer, dass sein Auto beschädigt wurde. Ich meine, das wird er so selber sehen, aber dass er sich eben die Personalien des Verursachers und des Geschehen, des Unfallgeschehen eben mal auf der Wache erfragen kann. Ne?